Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Büchsengusses. Lang genug hat es gedauert. Heute werden wir also das Tonmodell für die Steinbüchse herstellen. Hinter mir ist schon alles aufgebaut. Ich habe in den letzten Tagen die verschiedenen Tone, Modelltone und so weiter angemischt und angesetzt. Die haben jetzt noch ein paar Tage Zeit gehabt zum Ruhen. Und heute werde ich eben die Schichten auftragen, sodass wir am Ende des Videos hoffentlich ein fertiges Steinbüchsenmodell sehen können. Die Schlemmeschicht, oder wie es in der Quelle so schön heißt, die Schicht aus gar magerem Lehm, nicht unähnlich einem Schlötterlehm, ist jetzt aufgetragen. Überall gleichmäßig. Hier sollte der Modellton gut halten. Ich werde den Modellton jetzt mal holen. Hier haben wir den Modellton. So, jetzt haben wir die allererste Modelltonschicht aufgetragen. Jetzt gleich mal ein bisschen dicker aufgetragen. Ja, man sieht da hinten schon ein bisschen Kanone entstehen. Okay, und noch weiter geht's. Die Kanone ist schon wieder ein Stückchen weiter gekommen. Jetzt kommen mittlerweile schon die Feinheiten dran. Soweit fertig. Hier vielleicht noch ein paar Detailaufnahmen vom Putzen. So. Damit wäre es das für heute schon gewesen. Herstellung eines Modells für eine spätmittelalterliche Steinbüchse. Aus Modelllehm, auf Seil aufgetragen und an der Schablone abgedreht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und ich freue mich auf morgen oder vielleicht hoffentlich schon über. Und ich freue mich auf den nächsten Teil, wenn ihr wieder zuschaut, wenn es darum geht, die äußere Formhülle für diese Kanone zu bauen.